So, hallo und herzlich willkommen zu dem Vortrag von Katharina von Brandsweg, die Drachen der Untätigkeit, warum wir nicht tun, was wir wissen. Und natürlich auch ein herzliches Willkommen an alle Interessierten, die hier gerade mit dabei sind, bei einer von unseren über 150 Veranstaltungen der Regensburger Nachhaltigkeitswoche, die dieses Jahr in Kooperation mit der Stadt stattfindet. Genau, da ihr alle den Weg hierher gefunden habt, gehe ich mal davon aus, dass ihr über das Konzept der Nachhaltigkeitswoche ganz gut Bescheid wisst. Trotzdem würde ich mich ganz gerne noch kurz vorstellen und in aller Kürze was zur Nachhaltigkeitswoche sagen. Also mein Name ist Eva Acksteller, ich bin ein Mitglied des Netzwerk Nachhaltigkeit. Wir sind eine Studierendeninitiative der Universität und OTH Regensburg, die in Kooperation mit der Stadt Regensburg die Nachhaltigkeitswoche auf die Beine gestellt hat. Und wir konzentrieren uns eben im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche darauf, die Aufmerksamkeit auf ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit zu lenken und bieten deswegen verschiedenste Aktionen an, um einerseits aufzuklären, aber auch Handlungsoptionen zu zeigen und zu eigenem Engagement zu motivieren. Genau, und ich würde jetzt auch ganz gern hier am Anfang schon mal sagen, vielen Dank, Frau van Bronswijk, dass Sie sich die Zeit nehmen und hier mit Ihren Beitrag leisten. Ich bin schon total gespannt auf den Vortrag und wie ich an der teilnehmenden Zahl sehe, auch einige andere. Genau, noch ganz kurz, falls jemand Fragen hat, gerne in den Chat, aber am allerliebsten am Ende. Vielleicht ergibt sich ja auch eine kurze Diskussion. Und ich würde jetzt noch eine kurze Umfrage starten. Genau, am Ende wird es auch noch eine Umfrage geben. Da könnt ihr gerne dran teilnehmen. Ich warte jetzt noch kurz ab, aber ich kann schon mal über die Tendenzen ein bisschen berichten. Also ungefähr die Hälfte der Teilnehmenden ist dieses Jahr das erste Mal bei der Nachhaltigkeitswoche dabei. Das kann auch gut daran liegen, weil wir eben dieses Jahr das erste Mal die Nachhaltigkeitswoche in Kooperation mit der Stadt stattfinden lassen und deswegen halt eine viel größere Reichweite haben und nicht nur Studierende ansprechen, sondern die Gesamtbevölkerung, aber auch 37% der Teilnehmenden kennen die Nachhaltigkeitswoche, haben vielleicht auch schon an Vorträgen teilgenommen. 50% haben schon mal was von den SDGs gehört. Das ist schon mal ganz gut. Ich hoffe, nach der Nachhaltigkeitswoche sind es noch mehr. Und ich glaube, ich würde jetzt auch die Umfrage beenden. Es haben fast 70% teilgenommen. Das ist eine ganz gute Zahl. Und hiermit das Wort an Sie übergeben, Frau van Bronswijk.
Vielen Dank. Ich freue mich riesig, da zu sein. Ich stelle mich noch kurz vor. Ich bin Katharina van Bronswijk. Ich bin Psychologin und psychologische Psychotherapeutin. Das heißt, ich habe nach dem Psychologiestudium noch ein Examen gemacht. Das ist so wie bei den Ärzten, die dann Fachärzte werden, ist das bei den Psychotherapeuten so, dass man eben dann nach dem Psychologiestudium noch eine Ausbildung macht. Und ich bin bei den Psychologists for Future aktiv. Bin eigentlich seit Anfang an dabei, seit 2019 jetzt im sozusagen umweltpsychologischen Schwerpunkt dabei. Und der Vortrag heute basiert auf der Forschung von Robert Gifford. Das ist ein US-amerikanischer Psychologe, Umweltpsychologe, der diese Hürden zusammengestellt hat. Und zwei Kollegen und ich haben für ein Buch, was wir verfasst haben, ein Kapitel geschrieben, wo wir uns die aktuelle umweltpsychologische Forschung angeschaut haben und sozusagen die Weiterentwicklung der Erkenntnisse zu diesen Hürden zusammenzutragen. Das ursprüngliche Paper zu den Drachen der Untätigkeit von Robert Gifford ist nämlich von 2011 und das sind ja jetzt schon 10 Jahre, und dann haben wir uns mal angeschaut, was sind denn die neueren umweltpsychologischen Erkenntnisse, und das stelle ich dann heute mit den Drachen der Untätigkeit hier vor. Ich freue mich riesig, dass Sie alle da sind, und ich freue mich auch, wenn Sie am Ende noch Fragen stellen. Wundern Sie sich nicht, es ist viel, Menschen sind komplex. Und mir hat auch der Kopf geschwirrt, nachdem ich das erste Mal gelesen habe. In diesem Sinne, lassen Sie sich einfach darauf ein, dass jetzt eine ganze Menge an Informationen kommt, und vielleicht nehmen Sie 2, 3 Aspekte mit oder vielleicht ein Aha-Erlebnis von heute. Da würde ich mich schon sehr drüber freuen. Also, die Frage ist ja, warum tun wir nicht das, was wir wissen? Und da hat sich eben Robert Gifford mit den sogenannten Drachen der Untätigkeit hingewendet. Das heißt, die stelle ich jetzt gleich als nächstes vor. Das ist ein Großteil dessen, was wir heute besprechen. Dann gehe ich noch auf ein weiteres großes Problem ein. Und dann kommt natürlich zum Glück auch das, was man tun kann, um diese Drachen der Untätigkeit zu bändigen. Genau, das sind sie, die Drachen der Untätigkeit. Wir steigen einfach gleich ein. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass die Drachen der Untätigkeit vor allen Dingen individuelle Hürden auf dem Weg zum Handeln beschreiben. Es geht hier also nicht um die systemische Ebene, sondern um den einzelnen Menschen. Was ist vielleicht das, was Menschen davon abhält, in die Handlung zu kommen? Und um die Drachen der Untätigkeit zähmen zu können, kommen wir nicht drum rum, sie uns erstmal genauer anzugucken. Und der erste ist das begrenzte Denkvermögen. Unser Gehirn ist nämlich als Menschen nicht dafür gemacht, mit so komplexen Problemen wie der Klimakrise umzugehen. Evolutionär ist unser Gehirn schon relativ alt, und solche wicked problems, also so sehr komplexe Probleme wie die Klimakrise, die hatten wir damals noch nicht, an dem Punkt der Evolution, an dem sich unser Gehirn entwickelt hat. Und deswegen haben wir da manchmal ein bisschen Schwierigkeiten mit. Und da habe ich ein paar Aspekte mitgebracht, die auch Herr Gifford benannt hat. Menschen denken zum Beispiel häufig emotional, also nicht nur logisch oder rational. Wir sind eben nicht nur logische Wesen, sondern besonders unter Unsicherheitsbedingungen, wenn wir schnelle Entscheidungen treffen müssen oder lückenhafte Informationen als Entscheidungsgrundlage haben, dann nutzen wir sogenannte Heuristiken. Das sind so Faustregeln im Kopf. Ein Beispiel könnte eben sein, dabei kommt es häufig dann auch noch zu sogenannten Biases, zu systematischen Fehlern. Ein Beispiel dafür ist, dass Menschen in Situationen erstmal grundsätzlich davon ausgehen, dass es schon gut gehen wird und dass die schlimmen Dinge nicht mir, sondern irgendjemand anders, irgendwo anders passieren. Das nennt man den sogenannten Optimism Bias, also den Optimismusverzerrung. Und das ist natürlich bei der Klimakrise ganz schwierig, weil wenn wir jetzt die ganze Zeit davon ausgehen, ja, naja, das wird schon irgendwie gut gehen, dann kommen wir eben nicht in die Handlung. Dann kommt noch dazu die Frage der psychischen Nähe oder Distanz. Wenn wir als die Gefahrwahrnehmung bei Menschen hängt nämlich davon ab, als wie dringlich wir etwas empfinden. Und die Construal Level Theory definiert psychische Nähe darüber, ob etwas zeitlich, räumlich, sozial oder von der Wahrscheinlichkeit her nah an uns dran ist. Also hier jetzt ich selber oder jemand, den ich mag, betroffen. Und es ist auch hochwahrscheinlich, dass es eintritt. Das ist etwas, was wir als gefährlich wahrnehmen. Kennen Sie vielleicht auch aus der Corona-Zeit. Manche Leute hatten so das Gefühl, das ist ganz weit weg. Erstmal war es noch in China, da fanden wir es nicht so schlimm. Dann war es in Deutschland, okay, aber man kennt vielleicht niemanden, der betroffen ist. Dann hatte man nicht so Angst, aber wenn man jemanden kannte, der betroffen war, sozial nah dran, dann fühlt sich das schon irgendwie
gefährlicher an. Und so ähnlich ist das bei der Klimakrise eben auch, dass die sich ganz gut auch mal weit weg anfühlen kann. Und dann kommt noch dazu, dass je weiter weg wir etwas räumlich, zeitlich oder so psychisch eben von uns weg empfinden, desto abstrakter denken wir auch darüber nach. Und desto mehr werden unsere Grundwerte aktiviert, wenn wir darüber nachdenken. Und desto weniger denken wir über konkrete Lösungen nach. Und das macht es natürlich so schwierig bei der Klimakrise, dass die jahrzehntelang ja etwas war, was vielleicht irgendwann in der Zukunft mal irgendwelche Menschen ganz weit weg von uns betrifft. Aber eben etwas, das war so abstrakt, da konnten wir mit unserem Gehirn gar nicht so richtig gut drüber nachdenken, welche Lösungen das dann so braucht. Dazu kommt dann noch, dass Menschen einen finite pool of worry oder attention haben, also eine begrenzte Kapazität, sich mit Sorgen zu beschäftigen oder eine begrenzte Aufmerksamkeitskapazität. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei der Tagesschau. Also so nach Wichtigkeit werden aktuelle Themen eher so vordergründig, also als erstes behandelt. Da kommen wir vielleicht in der Sendung auch zuerst. Und nicht so wichtige Themen kommen eben erst später oder werden kürzer behandelt und fallen vielleicht auch ganz raus. Und so ähnlich ist es bei uns auch im Kopf. Wenn wir andere Probleme haben, die gerade wichtiger sind, dann beschäftigen wir uns damit nicht. Und das ist natürlich etwas, wenn es sehr weit weg ist, so wie die Klimakrise, sich dementsprechend nicht so dringlich anfühlt, dann fällt das gerne auch mal aus unserem Aufmerksamkeitspool raus und dann beschäftigen wir uns mit anderen Themen. Das hat man zum Beispiel gesehen in der Finanzkrise 2008, 2009. Da war ja auch eigentlich die Klimabewegung gerade sehr groß mit der Konferenz in Kopenhagen, die bevorstand, wo es dann ja aber leider kein Abkommen gab. Aber in der Zwischenzeit, ich meine, wir beschäftigen uns seit 40 Jahren mit der Klimakrise. In der Zwischenzeit gab es immer andere Krisen, die das Ganze so überlagert haben. Und dabei jetzt die Befürchtung, dass das mit der Corona-Krise das Gleiche ist. Ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm geworden, wie die Klimabewegung befürchtet hat, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das Klimathema ist nicht ganz weit hinten wieder runtergefallen, aber das liegt eben auch daran, dass die Klimakrise mittlerweile in unseren Gärten angekommen ist. Dass wir diese Hitzesommer haben und jetzt schon spüren, irgendwas ist nicht so ganz in Ordnung und das nicht mehr so gut verdrängen können. Und ich glaube, ein Teil davon ist tatsächlich auch der Fridays for Future und der ganzen Klimabewegung zuzuschreiben, einfach weil diese Debatten in jeder Familie in Deutschland angekommen sind darüber, dass Kinder die Schule gestreikt haben, ist niemand drumherum gekommen und das Problem ist sozusagen weiter oben auf die Agenda gerückt. Das nächste ist die sogenannte Abstumpfung. Eigentlich kann man damit sagen, das ist eine Art Gewöhnung an Katastrophenmeldungen. Das ist skurril, aber es ist so, je häufiger wir hören, dass die Welt untergeht, desto weniger schlimm finden wir das. Das wird dadurch befördert, dass man sich diesem Problem so ein bisschen hilflos ausgeliefert fühlt, wenn man damit konfrontiert wird, weil häufig keine Lösungsansätze mit kommuniziert werden in den Medien, sondern eben nur die schlimme Meldung und ich dann merke, ich bin nicht alleine Verursacher des Problems, ich bin auch nicht derjenige, der das Problem alleine lösen kann. Und dann fühlt man sich so ein bisschen hilflos und je häufiger man das dann hört, desto mehr schiebt man das dann eben weg, weil man das nicht mehr ertragen kann oder will. So, grundsätzlich, Unsicherheit ist auch so ein Thema. Das Ganze ist ja sehr komplex, die Klimakrise, und das menschliche Gehirn kann unter Unsicherheit relativ schlecht entscheiden. Das haben wir gerade bei Heuristiken und Biases schon gehört. Wir greifen dann auf so Schnellwege im Gehirn zurück, machen so ein bisschen so Daumenregeln. Und hier kommt noch dazu, dass die Wissenschaft, wenn sie sehr sorgsam arbeitet, wissenschaftliche Szenarien ja mit Wahrscheinlichkeiten formuliert und innerhalb von Korridoren und dann so verschiedenste Szenarien ausmalt, wie es werden könnte, aber eben keine klaren Aussagen machen kann, weil es eben immer neue Erkenntnisse gibt und das ist einfach die Art, wie wissenschaftlich gearbeitet wird. Aber das ist etwas, was wir sonst so aus dem Alltag nicht so kennen oder gerne anders haben würden. Und das führt dann dazu, dass wir da sehr verunsichert sind und dass da dann eben auch Leute mit Desinformationskampagnen ganz gut einhaken können und dann verhindern, dass diese Evidenz, die es ja gibt und die wirklich erdrückend, dass für die Klimakrise wirklich ankommt, weil es irgendwie so schwammig klingt, wenn man jetzt so einen IPCC-Report liest mit irgendwelchen Korridoren und Fenstern. Und dazu kommt dann eben noch, dass die Verantwortung auf vielen verschiedenen
Schultern verteilt ist, was es dann auch noch schwer macht, Lösungen zu finden, weil man sich irgendwie nie so richtig sicher sein kann und weil man es nie ganz alleine ganz richtig machen kann. Und das verhindert sozusagen dann, dass wir entschlossen handeln können als Individuum. Es gibt aber noch etwas, was sozusagen dagegen wirkt, beziehungsweise in dem Sinne, auch wenn es fehlt, Schwierigkeiten machen kann. Das sind die wahrgenommene, ganz wichtig. In der Psychologie geht es immer um die Wahrnehmung, die wahrgenommene Handlungskontrolle und das Selbstwirksamkeitserleben. Das sind jetzt zwei Fachbegriffe. Im Endeffekt sagt das, wenn wir uns als passiv erleben, als den Umständen ausgeliefert, also so nach dem Motto, das Problem ist sehr komplex, ich kann da eh keinen Einfluss drauf haben, es gibt so viele Ebenen, dann versuchen wir gar nicht erst was zu tun, also weil ich kann es ja selber nicht beeinflussen. Und das führt eben dann dazu, dass wir keine wahrgenommene Handlungskontrolle haben und uns auch nicht so richtig zuständig fühlen, also auch kein Selbstwirksamkeitserleben haben können, weil wir es gar nicht erst probieren. Selbstwirksamkeitserleben würde sich dann einstellen, wenn wir was gemacht haben, einen Erfolg hatten und merken, hey, ich kann einen Effekt haben. Aber bei der Klimakrise, die fühlt sich eben so diffus an und auch keiner fühlt sich so richtig zuständig, dass wir auch so eine Verantwortungsdiffusion haben, dass wir es gar nicht erst versuchen und gar nicht erst merken, welchen Effekt wir eigentlich haben können. Da kommt natürlich dann auch dazu, wenn ich jetzt mein individuelles CO2 reduziere, dann sehe ich ja nicht, wie viel Grad oder Zehntel Grad das dann irgendwie einen Unterschied macht. Und das macht es eben schwierig. Beim Thema Handlungskontrolle und Selbstwirksamkeit kommt noch dazu, das kommt auch später noch beim Drachen, soziale Vergleiche. Wir Menschen sind ja auch soziale Wesen. Das zeigt sich so am Bystander-Effekt, der sich einsetzt, wenn Verantwortung so diffus bei verschiedensten Leuten liegt. Wir richten uns am Verhalten der Gruppe um uns herum aus. Und wenn keiner was macht, dann denken wir, ach so, ist gerade dran, nichts zu machen. Und dann machen wir auch nichts, weil ja irgendwie keiner die Verantwortung übernimmt. Umgekehrt kann aber eben der Bystander-Effekt auch Hoffnung machen, in dem Sinne, dass wenn schon eine Person handelt, dass bei anderen, die einen Impuls auslösen können, auch was zu tun. Und dieses gemeinsame Aktivwerden kann dann wieder ein Gruppengefühl stärken und auch die Selbstwirksamkeit dann an die Oberfläche bringen. Und dann kann eben diese Art, wie wir da funktionieren, auch helfen, die Klimakrise zu bekämpfen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen oder euch schon mal auf einer großen Klimademo war, aber der kennt vielleicht das Gefühl, wenn man da mit diesen ganzen anderen Leuten läuft, dann nimmt man plötzlich wieder dieses Potenzial wahr, davon dieses Gefühl von, ah, wir sind doch schon ganz schön viele. Sonst fühlt man sich nämlich sehr relativ einsam in diesem Kampf. Und tatsächlich hat man in der Forschung auch gefunden, dass Streiks und die Teilnahme an Vorurteile gegen Klimaengagierten entgegenwirkt. Das kann man jetzt vielleicht mit der psychologischen Kontakthypothese erklären. Wenn man Leute kennenlernt, dann hat man nachher weniger Vorurteile, also weil man ja den anderen dann sieht und kennenlernt und merkt, die sind gar nicht so anders, als ich, genau, anders als ich dachte. Es geht also hier darum, über die Art, wie wir Klimakommunikation machen, über das Problem informieren, die Handlungskontrolle auch richtig einschätzen zu lernen und Menschen Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und über die Erfolge, die wir dann mit unseren Handlungen haben, auch diese Selbstwirksamkeit zu erleben, dass man eben doch was bewirken kann. Das war jetzt ziemlich viel und wir springen weiter zum nächsten Drachen, die Ideologien. Ideologien oder unsere Weltanschauung, die beeinflussen die Art, wie wir Informationen interpretieren. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, Menschen sind nicht so rational, wie wir denken. Gerade haben wir schon gehört, was unser Gehirn alles nicht kann und wie wir dann auf Schnellwege zurückgreifen. Und so ein bisschen ähnlich ist das bei Ideologien. Die sind wie so ein Filter, durch den die Informationen erstmal laufen. Und wenn Informationen nicht zu unseren bisherigen Erklärungen darüber, wie wir sind und wie die Welt funktioniert, dann werden die nicht so unbedingt ins Bewusstsein aufgenommen. Ideologien liefern nämlich Erklärungen und für die Welt, also wie die so funktioniert, und kommen damit unserem Bedürfnis nach Einfachheit und Kontrollierbarkeit und Sicherheit irgendwie entgegen.
Und das dient auch dem Selbstwert, weil wir über Gruppenzugehörigkeiten auch unsere Identität mit aufbauen. Also was zählt zu den Ideologiedrachen dazu? Einerseits die Weltanschauung. Da könnte man jetzt sowas sagen, ne? Wir Menschen sehen uns gerne als die Krone der Schöpfung. Wir erleben uns dabei auch so ein bisschen abgetrennt vom Rest der Umwelt und begreifen uns nicht mehr so richtig als Teil des Ökosystems. Und erlauben uns damit ein Stück weit ja auch, uns davon getrennt zu sehen und diese Lebensgrundlage zu zerstören. Wir haben aber auch Angst, bei der Lösung auf der kollektiven Ebene, also wenn wir Klimaschutzmaßnahmen zustimmen, dass wir individuell verlieren. Das ist nämlich Menschen ganz, ganz wichtig, dass das irgendwie alles fair ist und dass sie am Ende nicht der Verlierer der ganzen Geschichte sind. Also wenn ich jetzt auf mein Auto verzichten muss, damit andere in der Zukunft vielleicht irgendwann das davon haben, das mögen Menschen nicht so gerne. Und das ist ja mit dieser Weltanschauung verbunden, dass, wie wir uns eben erklären, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Irgendwie bin ich immer am Ende der Dumme. Dann gibt es bei manchen Menschen auch so einen Glauben an übermenschliche Kräfte. Das kann Gott sein oder Mutter Natur oder wie auch immer, die bestimmt entschieden haben, dass es die Klimakrise geben muss. Das heißt, es wird schon seine Richtigkeit haben. Oder auf der anderen Seite, die werden das schon richten, also muss ich ja nichts tun. Gott wird uns schon retten. Oder dann gibt es so eine Gaia-Hypothese von der Welt, die sich selber wieder regenerieren wird. Und aber auch das nimmt uns ja sozusagen psychisch den Druck, selber was zu tun, wenn wir denken, ja, irgendeine übermenschliche Kraft wird das für mich lösen, also muss ich selber ja nichts machen. Ein bisschen damit verwandt ist dieser Technikglaube. Das trifft man zum Beispiel bei Herrn Altmaier, hat auf Twitter schon mal einen wunderschönen Tweet geschrieben, wo er gesagt hat, ne, die Ingenieure, die werden da jetzt eine ganz tolle Lösung für uns entwickeln. Das beinhaltet aber ja auch, ne, wir müssen ja jetzt an unserem bisherigen Lebensstil nichts ändern, weil die Ingenieure werden ja eine ganz tolle Technik entwickeln. Also zum Beispiel sowas wie Geoengineering, wo man dann Substanzen in die Erdatmosphäre einbringt, wodurch das Licht anders reflektiert wird oder dass man ganz viel Dünger in den Ozean kippt und dann die Algen wachsen und dadurch mehr CO2 im Ozean aufgenommen wird. Das alles hat aber so seine Grenzen. Und tatsächlich ist das bisher noch nicht so gut erforscht. Also das ist noch in der Entwicklung. Und was man schon herausgefunden hat, ist, dass die Konsequenzen zumindest zeitweise ähnlich schwer sein können wie die der Klimakrise. Und frage ich mich zumindest, man kann ja irgendwie nicht Pest mit Cholera bekämpfen. Das heißt, wenn man die Ingenieure fragt, wir haben diese Lösungen noch nicht. Technik, glaube ich, ist tatsächlich ein Ausweg der Psyche, zu sagen, ich muss jetzt nichts ändern, weil wir werden in Zukunft eine ganz, ganz tolle Lösung dafür haben. Das ist ein bisschen wie, wenn man in ein Flugzeug steigt, das keine Räder hat für die Landung und dann sagt, na, bis wir dann landen, irgendwann wird schon jemand Räder gebaut haben. Stimmt halt nicht. Und was wir sehr gerne machen, ist eben das System, in dem wir leben, zu rechtfertigen. Gerade wenn wir diejenigen sind, die von diesem System profitieren, dann rechtfertigen wir das natürlich. Aber das funktioniert natürlich langfristig nicht. Also nur weil es mir gut tut, heißt es ja nicht, dass es so bleiben muss oder darf. Das macht es dann so ein bisschen schwierig. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir so einen Glauben an eine gerechte Welt haben. Das heißt, es wird schon so seine Richtigkeit haben. Wenn ich derjenige bin, der von diesem System profitiert, dann habe ich das ja auch verdient. Und dann sucht man sich irgendwie selektiv die Informationen. Das passt dann wieder, ne, zu dem Thema Ideologien, die das stützen. Also da ist dann Rassismus zum Beispiel eine ganz gute Ausrede, warum es okay ist, Menschen, die im globalen Süden leben, auszubeuten. Menschen machen sich das so ganz schön. Wir rechtfertigen unser System und richten uns daran ein. Der dritte Drache heißt Vergleiche mit anderen Menschen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, sind Menschen soziale Wesen. Wir orientieren uns an den anderen und vergleichen uns auch mit denen, wenn wir Handlungsentscheidungen treffen.
Das ist, liegt auch daran, dass wir unsere Identität im Vergleich mit anderen bilden und auch in der Abgrenzung von anderen. Also dadurch, dass ich mich zum Beispiel meiner Berufsgruppe zugehörig fühle, das macht einen Teil meiner Identität aus. Aber auch indem ich sage, ich bin Psychologin, aber eben keine Ärztin, grenze ich mich ja wieder von anderen Leuten ab. Und so bildet man auch Teile seiner Identität mit aus. Und das macht natürlich auch eine Auswirkung auf die Art, wie wir mit der Klimakrise umgehen. Wenn man sich eben selber als SUV-Fahrer identifiziert, dann fällt es eben schwer, aufs Fahrrad umzusteigen, weil man damit ja plötzlich einer ganz anderen sozialen Gruppe angehört, die ja auch ihren entsprechenden Status hat und, naja, Stereotype, die damit verbunden sind. Und vielleicht will ich mich denen gar nicht zuordnen. Das ist dann schon auch eine Hürde. Bei den Drachen zu sozialen Vergleichen gab es tatsächlich eine Weiterentwicklung, die Gifford noch nicht genauer beschrieben hat. Da hat er gesagt, Menschen sind ein Stück weit auch autoritätshörig. Das heißt, wir orientieren uns gerne auch an Menschen, die wir als uns übergeordnet wahrnehmen. Also nicht nur an der Gruppe, der wir angehören, sondern eben auch Vorbildern oder Autoritäten. Da orientieren wir uns gerne dran. Deswegen ist es zum Beispiel auch cool, wenn man Kampagnen macht mit Leuten, die Vorbilder sind. Oder PolitikerInnen sich dahinstellen und ihre Meinung sagen oder wenn berühmte Menschen sagen, was sie davon halten. Also so ein bisschen Botschafter für das Thema zu haben. So, kommen wir zu sozialen Vergleichen und sozialen Normen. Bei den sozialen Normen kann man unterscheiden zwischen so Sollnormen oder Idealen, die auch gesetzlich festgeschrieben sind und die vielleicht auch eine moralische Komponente haben. Die nennt man injunktive Normen. Das ist zum Beispiel das, was in Gesetzestexten steht. Also ne, Mord ist verboten, du sollst nicht töten. Also das können auch so Gebote sein. Oder sowas wie, dass man mit geschlossenem Mund isst. Das ist irgendwie allen bewusst, dass man nicht den Mund offen lässt beim Kauen, weil das irgendwie eklig ist. Und das sind so Regeln, die wir dann irgendwann verinnerlicht haben und die man im Falle von Gesetzestexten auch nachlesen kann. Problem ist dann eher, wenn es sozusagen keine entsprechenden Regeln gibt, so Konventionen, die gelten, dann müssen wir uns ja trotzdem irgendwie an dem ausrichten, wie man sich so verhalten soll und dann richten wir uns nach dem, was die meisten machen. Das nennt man dann eine deskriptive Norm. Die haben meistens keine moralische Komponente. Das wäre sowas wie ein Trampelpfad. Das ist jetzt nichts, was in einem Gesetzestext steht, aber man sieht, da sind schon ganz viele Leute langgelaufen, also ist es wohl okay, da lang zu laufen, also mache ich das auch. Oder wenn man in einem Publikum sitzt und Leute fangen an zu klatschen um einen rum, dann legt das einem ja auch irgendwie nahe, dass man klatschen sollte. Das ist jetzt nichts, was moralisch verwerflich ist, so wie laut zu schmatzen, was irgendwie andere Leute stört, wenn man dann nicht klatscht, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie komisch an, wenn man nicht klatscht. Also klatscht man mit. Also das sind so verschiedene Arten von sozialen Normen, an denen wir uns in unserem Verhalten ausrichten. Und das Schwierige ist, dass in vielen Bereichen die sozialen Normen aktuell dem Klimaschutzverhalten noch widersprechen. Man kann das aber auch ganz gut nutzen, um Menschen zu umweltfreundlichem Verhalten anzuregen. Es gibt auch Studien zu, dass Menschen sich umweltfreundlicher verhalten, wenn man denen sagt, dass andere das auch machen. Also zum Beispiel gab es eine Studie, da hat man Menschen gesagt im Hotel, dass die anderen Gäste die Handtücher mehrfach benutzen. Und wenn man den Leuten das gesagt hatte, dann haben sie das auch gemacht, also häufiger auch gemacht. Oder es gibt Studien dazu, dass wenn man in Stromrechnungen vermerkt, wie der durchschnittliche Verbrauch ist, bei denjenigen, wo der Verbrauch höher ist als bei denjenigen, wo der, also als der Durchschnitt, dann, dass sie im Zuge dessen dann ihren Stromverbrauch reduziert haben. Das Schwierige ist, es funktioniert halt auch in die andere Richtung. Bei denjenigen, die sparsamer waren, die haben sich dann auch dem Mittelwert angeglichen. Das ist dann schlecht. Da würde es sich vielleicht eher lohnen, Ziele zu formulieren und zu sagen, das ist das, worauf sich, weiß ich nicht, die Menschen mit den Stadtwerken geeinigt haben, dass das das ist, was wir erreichen wollen. Also da ist vielleicht auch so ein bisschen einen Gamification-Charakter mit reinzubringen. Also sowas Spielerisches. Wettbewerbsmäßiges. Und ganz wichtig im Vergleich mit anderen ist uns auch die wahrgenommene Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Also es gibt eine soziale Norm der Gleichheit. Fairness ist uns Menschen wichtig. Wir wollen gerne alle die gleichen Voraussetzungen haben. Wir wollen nicht, dass andere Leute Vorteile haben, die wir nicht haben. Und
wenn Maßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen als ungerecht wahrgenommen werden, weil nur manche Leute sich einschränken müssen und andere nicht, dann machen wir da nicht gerne mit. Wobei man hier vielleicht noch dazu sagen muss, diese Vergleiche können Vergleiche mit sich selbst sein, in so einem Vorher-Nachher-Vergleich. Also ich soll mich jetzt einschränken, aber andere schränken sich nicht ein. Oder es geht um den Vergleich mit anderen. Also sozusagen ich und kommende Generationen oder ich und mein Nachbar. Es gibt da verschiedenste Vergleichsdimensionen. Und das zeigt sich auch in diesem typischen Whataboutism. Also dieses Jahr, warum soll ich mich denn bitte einschränken, wenn die USA nichts tun? Also warum soll Deutschland was tun? Sollen doch erst die USA was machen? Oder warum soll ich auf mein Auto verzichten, wenn die reichen Leute weiter in den Urlaub fliegen? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir gerne wollen, dass die Regeln fair sind. Der nächste Drache heißt unumkehrbare Kosten. Und das sagt eigentlich nur, dass wenn wir mal einmal was investiert haben, dann wollen wir, dass sich das auch gelohnt hat. Und Investitionen können in dem Fall unterschiedliche Sachen sein. Es kann Zeit sein, es kann Geld sein, es kann aber auch Energie oder sozusagen emotionale Energie sein. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich mir ein Auto gekauft habe, dann benutze ich das auch, dann lasse ich das nicht stehen. Weil es muss sich ja irgendwie gelohnt haben, dass ich dieses Geld daran investiert habe, dieses Auto zu kaufen. Oder eine neue Heizung kann man sich halt auch nicht ständig leisten. Wenn man dann einmal eine neue eingebaut hat, dann muss die auch 10, 15 Jahre, 20 Jahre halten. Und dann werde ich nicht, auch wenn es eigentlich kostenersparender wäre, das zu tun oder klimafreundlicher wäre, eine neue Heizung einbauen, wenn es ein neues Modell gibt. Da zählen auch Gewohnheiten dazu, ne? Also investierte Zeit oder Energie, sage ich jetzt mal. Wenn wir uns im Supermarkt für bestimmte Produkte entschieden haben, dann formen wir damit Gewohnheiten und es ist ein riesiger Aufwand, das wieder zu verändern, andere Produkte auszusuchen, das abzuwägen und das ist eine Hürde, seine Kaufgewohnheiten wieder zu verändern. Und auch hier kann Gamification uns helfen, das dazu erleichtern, neue Gewohnheiten aufzubauen, weil es einfach Spaß macht. Also wenn sowas was Spielerisches dazukommt, das hat man auch in Studien herausgefunden, dann fällt es Menschen leichter, Gewohnheiten zu verändern. Die Frau, die hier vor dem Rechner sitzt, soll so ein bisschen widersprüchliche Ziele und Bestrebungen darstellen. Zu so einem Kostendrachen kann eben auch zählen, dass wir Abwägungen machen. Also mir ist vielleicht Benzin sparen wichtig, ich will mir aber auch was gönnen und einen Wochenendtrip machen, dann muss ich mich irgendwie entscheiden. Und das ist natürlich auch so eine Abwägungssache dann. Und da stehen häufig intrinsische, also so durch die eigenen Werte motivierte Gründe gegen extrinsische Ziele im Konflikt. Also zum Beispiel will ich Umweltschutz, der ist mir total wichtig, auf der anderen Seite will ich aber auch irgendwie mein Image aufpolieren, indem ich ein schickes Auto fahre. Und da muss ich irgendwie gucken, ob ich dieses Statussymbol dann wieder aufgeben will. Und das Letzte, unten dieses Home, das soll die Ortsbindung symbolisieren. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Faktor. Wir beschützen einfach, was uns lieb und teuer ist, unsere Heimat oder Orte, die wir gerne mögen. Das können übrigens auch Reiseziele sein, hat man in den Studien herausgefunden. Und da geht es sozusagen um diese Liebe, die wir in den Ort investiert haben, die dann motivierend ist für Handlung oder für Nichthandlung im Umweltschutz. Das kann motivierend sein für Umweltschutz, also wenn Menschen sehr eine enge Bindung an ihre Heimat haben, dass sie sich dann auch dafür einsetzen, die zu schützen. Es kann aber auch ein Grund für Ablehnung sein, zum Beispiel bei Windkraftanlagen. Es ist ein ganz häufiges Argument, ich will nicht, dass mir meine Landschaft kaputt gemacht wird. Und da steht dann sozusagen die Heimatliebe über dem Klimaschutzargument. Der nächste Drachen heißt Missbilligung. Und da zählen auch wieder verschiedenste Aspekte rein. Einerseits Verschwörungsmentalität und so eine Verleugnung. Dann Reaktanz oder auch Trotz genannt und die Ablehnung von unpassenden Maßnahmen. Also wenn Maßnahmen als unpassend abgelehnt werden. Und dazu sage ich gleich auch noch was. Genau. Verschwörungsmentalität ist ja was gerade sehr hoch auf der Agenda ist in der Corona-Pandemie.
Die wurzelt eigentlich in dem fehlenden Vertrauen in öffentliche Institutionen, in deren Programme, in die Wissenschaft und die Politik, also als Eliten wahrgenommene Gruppen in unserer Gesellschaft. Und das ist bei der Klimakrise ja auch der Fall, dass eben diejenigen, die die Erkenntnisse liefern, die Wissenschaft, aber auch die Politik, die dann die Maßnahmen entscheiden muss, als Eliten wahrgenommen werden können. Und das ist dann ein wunderbarer Nährboden für Verschwörungstheorien. Und Menschen denken sich Verschwörungstheorien aus, weil das ihnen ein Gefühl von Kontrolle zurückgibt auf einer systemischen Ebene, weil sie eben den Eindruck haben, hier gibt es eine Elite, die meine Gruppe in der Gesellschaft bedroht. Und wenn ich das verstanden habe, dann macht mich das erstens zu einer ziemlich tollen Person. Also es ist gut für das Selbstwertgefühl. Und gleichzeitig gibt es mir auch ein Gefühl von Kontrolle zurück, weil ich eben das durchschaut habe und dann vielleicht auch was dagegen tun kann, protestieren gehen zum Beispiel. Und Verleugnung geht oft damit einher, weil eben nicht sein kann, was nicht sein darf, dass man unangenehme Gefühle damit wegmachen kann. Das ist bei Verschwörungstheorien ja so ähnlich. Man fühlt sich irgendwie hilflos ausgeliefert und Verleugnung ist dann ein ganz wunderbarer Ausweg, auch für Wissenschaftsleugnung, um dieses Unwohlsein irgendwie wegzumachen. Wichtig ist aber auch bei Verleugnung, dass das ein Ergebnis von Desinformationskampagnen sein kann. Einerseits gab es ganz viel Desinformation ob es überhaupt eine wissenschaftliche Evidenz über die Klimakrise gibt. Das wurde ganz viel in Frage gestellt, zum Beispiel in den USA. Da wurde dann immer betont, was ich ja auch am Anfang gesagt habe, mit den Unsicherheitsfenstern, nö, die Wissenschaft sei sich gar nicht einig. Das wurde dann wurden WissenschaftlerInnen finanziert, die Pseudoforschung gemacht haben, die dann was anderes beweisen sollte. Das ist dann so ein bisschen, hat sich verändert, also die Art der Verleugnung hat sich verändert dahin, dass es dann so Frame-Kampagnen gab, die vor allen Dingen betont haben, wie katastrophal Klimaschutz für die Wirtschaft sein wird. Das ist auch eine Art von Desinformation, die dann so eine Leugnung oder eine Hürde fördern kann. Und jetzt ganz aktuell ist so ein bisschen der Technikglaube en vogue in dem Framing, wo die Unternehmen eben sich in Position bringen, zu sagen, dass sie diejenigen sind, die die Lösung haben, damit sie eben nicht Opfer der Veränderung werden. Hier ist nochmal ganz wichtig, das kennen wir auch schon von den Drachen vorher, dass die Weltanschauung ja auch die beeinflusst, wie wir Daten wahrnehmen. Und das kann auch dazu führen, dass wir zum Beispiel wissenschaftliche Daten anders interpretieren, als sie eigentlich de facto gemeint sind, weil wir uns so ein bisschen die Welt machen, so wie wir sie haben wollen. Und auch da die Realität verleugnen können. Das hat man in Studien rausgefunden, die man mit Republikanern und Demokraten in den USA gemacht hat. Da hat man denen Tabellen vorgelegt dazu, ob Waffenverbote die Anwendung von Waffen verringern oder nicht. Und dann, also ne, das waren Fake-Tabellen, man wollte ja nur gucken, wie die Information interpretieren. Und mal hat man eine Tabelle gemacht, wo es danach aussah, als ob Waffenverbote was bringen und es weniger Gewaltverbrechen gibt. Und mal hat man die Tabelle so geschrieben, dass es aussieht, als ob das nichts bringt. Und die Demokraten sind immer, wenn sie sich diese Tabelle angeguckt haben, zu dem Ergebnis gekommen, Waffenverbote helfen. Und die Republikaner sind immer zu dem Ergebnis gekommen, Waffenverbote helfen nicht. Egal, welche Fakten sie da vor sich liegen hatten. Und so ein bisschen kann man sich das in Deutschland auch vorstellen. Das ist nicht bei allen Themen so, aber bei denjenigen Themen, die durch unsere politische Anschauung aufgeladen sind, also die irgendwie so Reizthemen sind, da ist das so, dass unsere Weltanschauung dazu führt, dass wir Daten und Fakten auch anders interpretieren und die Realität so ein bisschen verleugnen. Und das ist bei Verschwörungsmentalität dann auch so. Die suchen sich dann halt die Fakten raus, die zu ihrer kruden Theorie passen, alles andere blenden sie aus und dadurch werden die so ein bisschen korrekturresistent. Und das macht es dann auch schwierig, mit denen zu sprechen, weil sie ja auch den offiziellen Quellen wie der Wissenschaft und der Politik nicht glauben, weil die ja in ihrer Welt zur Verschwörung dazugehören. Also das macht es sehr schwer. Genau, das zweite ist Reaktanz. Also der zweite Teil dieses Drachen heißt Reaktanz. Das ist ein bisschen wie eine Trotzreaktion. Also Reaktanz beschreibt in der Psychologie das Gefühl der Gegenwehr,
wenn man sich in seiner Entscheidungsfreiheit oder der Freiheit zu leben, wie man will, eingeschränkt fühlt. Das ist ganz eng verwandt mit dem Drachen wahrgenommene Gerechtigkeit, den wir schon kennengelernt haben. Also wenn ich das Gefühl habe, das schränkt mich ein und ich kann dann nicht mehr leben, wie ich will, dann will ich nicht, dann bin ich trotzig. Und ganz wichtig ist, dass gerade bei KlimaleugnerInnen das Klimathema anzusprechen so eine krasse Reaktanz auslösen kann, dass das zu einem Backfallen-Effekt führt. Also dass sie dann erst recht klimaschädlich handeln, weil sie so reaktant werden, sehr trotzig. Deswegen muss man da gut gucken, wie man da eine gute Klimakommunikation macht. Und der letzte Teil dieses Drachen, da geht es um passende oder unpassende Maßnahmen. Also, dass man Maßnahmen als unpassend ablehnt. Einerseits, weil sie vielleicht tatsächlich unpassend sind oder eben auch, weil sie als nicht passend empfunden werden oder man sich einredet, das passt nicht zu mir. Ja. Unpassende Maßnahmen wäre zum Beispiel sowas wie ein Bonus, der gezahlt wird. Oder eine Abwrackprämie, dann ist das die Veränderung, die ich zeige, extrinsisch motiviert, weil ich dann Geld dafür bekomme, dass ich das mache. Wenn ich dann irgendwann dieses Geld nicht mehr kriege, also weil sie nicht Flaschenpfand zum Beispiel, dann behalten Leute nicht unbedingt dieses Verhalten bei. Also es ist nicht so, als ob man das dann einmal gelernt hat und eine Gewohnheit gebildet hat und da dann dabei bleibt. Solange es nicht eine weitere intrinsische Motivation gibt, die dazu gekommen ist. Also wenn ich dann nachher für mich einen Grund gefunden habe, warum ich das dann doch gut finde, dann mache ich es vielleicht weiter. Aber wenn es mir wirklich nur ums Geld ging, wenn ich das Geld dann nicht mehr kriege, dann mache ich halt auch nicht weiter. Und das muss man eben bei solchen Maßnahmen dann auch beachten. Man kann Verhaltensveränderungen nicht kaufen. Man muss die Leute schon irgendwie überzeugen. Und da ist eben wichtig, dass die Maßnahmen die Erwartung erwecken, dass ich damit was bewirken kann und dass man sich auch zutraut, das umzusetzen. Also dass es einen nicht total überfordert, das zu machen und dass man sich auch zutraut, dabei zu bleiben, also den berühmten inneren Schweinehund jedes Mal wieder zu besiegen. Die Handlungskontrolle, also Handlungsergebniserwartungen und die Selbstwirksamkeit müssen durch so Maßnahmen gefördert werden. Kennen wir vielleicht aus dem Alltag, wenn man sich zum Beispiel eine vorstellt, man stellt jetzt seine Ernährung um und dann gibt es aber so leckere Sachen und dann traut man sich das vielleicht nicht ganz so zu, sein Verhalten zu verändern und auch in allen Situationen durchzuhalten und dann hält einen das davon ab, sich anders zu ernähren. Und eine Möglichkeit wäre halt zum Beispiel, sich Ausnahmen zu erlauben. Also wenn man jetzt überlegt, ich möchte vegan werden, dann könnte man halt denken, okay, ich werde nicht ganz vegan, sondern ich erlaube mir vielleicht einen Joker jeden Monat oder einmal die Woche oder so. Das erhöht dann vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass man sich zutraut, das auch durchzuhalten. Und ganz wichtig ist dabei natürlich auch, dass die Alternativen verfügbar sind. Also wenn ich jetzt irgendwie vor die Herausforderung gestellt werde, dass ich nicht mehr fliegen darf oder nicht mehr fliegen will innerhalb von Deutschland, aber es keine Bahnverbindungen gibt und auch der ÖPNV in dem Bereich nicht gut ausgebaut ist, dann komme ich da halt nicht klimaneutral hin. Das ist aber wieder ein Faktor, der ja auf der systemischen Ebene liegt und nicht beim Individuum. Und was ich auch noch sehr spannend fand, ist, dass reine Informationskampagnen nur bei denjenigen helfen, die sowieso schon entschlossen sind, was zu ändern. Also wenn die Motivation schon vorhanden ist, aber die Information darüber, wie man es macht, noch fehlt, dann hilft es, Informationskampagnen zu machen. Dann ist das sozusagen eine angemessene Maßnahme. Aber was die Umweltbewegung viele Jahre lang falsch gemacht hat, in den 80er Jahren zum Beispiel, ist davon auszugehen, dass wenn die Leute wissen, was das Problem ist, dass sie dann schon handeln werden. Das stimmt halt nicht. Wirksamer sind Informationskampagnen wie vorhin mit dem Stromverbrauch, wo soziale Normen und Vergleiche kommuniziert werden. Also wenn man merkt, ah, ich bin schlechter als die anderen, dann motiviert einen, das was zu machen. Aber vor allen Dingen muss man eben, was die Lösungen sind und die auch umsetzen wollen. Oder umgekehrt, und dafür sind die Bilder von den Mülleimern da, mit dem sogenannten Nudging, wird einem das ganz eigentlich abgenommen, diese Entscheidung. Also man muss den inneren Schweinehund nicht mehr überwinden, sondern man wird sozusagen dahin gestupst. Nudging ist das Stupsen aus dem Nest im Tierreich.
die Dinge einfach von sich aus zu machen, weil im besten Fall das umweltfreundliche Verhalten schon die Standardeinstellung ist. Also zum Beispiel, dass es eine Energiespareinstellung bei den Geräten gibt, dass man nicht mehr immer ausschalten muss, sondern dass, wenn man aus den beischaltet, gleich nach einer gewissen Zeit das Gerät ganz ausgeht. Oder sowas wie Flaschenpfand ist auch ein Nudge. Wenn ich diese Flasche nicht auf die Straße werfe, sondern sie zurückbringe, dann kriege ich was dafür. Also so umweltfreundliche Anreize, das sind Nudges. Oder hier bei den Mülleimern, hat man tatsächlich auch in Studien erforscht, wenn da lustige Sprüche draufstehen, dann werfen die Leute mehr Müll in die Mülleimer und es liegt weniger daneben. Und was dem Nudging gerne mal nachgesagt wird, ist, dass das manipulativ sei. Ich finde ganz wichtig, dass da einfach klar ist, die Leute könnten den Müll ja auch daneben werfen, wenn sie wollten. Ich glaube, der Charakter von Nudging ist nicht böse manipulativ, sondern es ist mehr so ein Nahelegen. Ich kann mich immer noch anders entscheiden. In dem Sinne ist es sozusagen kein Zwang, aber es ist ein bewusster Machen oder ein präsenter Machen. Ich vermute, dass bei diesen Mülleimern es darüber funktioniert, dass wir darauf trainiert sind, Dinge zu lesen. Und dass die Mülleimer, wenn da was draufsteht und unser Auge sozusagen den Hinweis kriegt, hallo lesen, dass die dann mehr ins Auge springen und dass man den Mülleimer dann häufiger und besser wahrnimmt und dann eben auch benutzt. Das ist ja nichts Bösartiges. Dann gibt es noch die Drachen der wahrgenommenen Risiken. Das können verschiedene Risiken sein. Eigentlich ist das eine gute Zusammenfassung von bisher vorgestellten Drachen. Es gibt funktionale Risiken. Ich mache Dinge nicht, wenn ich das Gefühl habe, das funktioniert sowieso nicht. Also zum Beispiel Elektroautos, wenn es keine gute Ladesäuleninfrastruktur bei mir vor Ort gibt, dann werde ich mir kein Elektroauto kaufen. Wenn ich denke, naja, damit komme ich aber eh nicht bei der Arbeit an, weil der Weg zu weit ist und die Reichweite zu kurz, dann mache ich das halt einfach nicht. Das ist eine ganz klare Hürde, eine funktionale Hürde. Es gibt aber auch die Wahrnehmung von finanziellen Risiken, also wenn einfach Dinge zu teuer sind oder sich nicht lohnen, dann machen wir es nicht. Also zum Beispiel die Kosten für eine Solaranlage, die zu hoch sind. Da sind wir auch wieder bei den unumkehrbaren Kosten. Also diese Investition muss sich halt irgendwie gelohnt haben. Und die sind tatsächlich sehr einflussreich, die finanziellen Risiken. Und auch sehr einflussreich sind die zeitlichen Risiken. Dafür habe ich keine Zeit oder da habe ich dir nicht den Kopf für. Wenn wir Gewohnheiten verändern müssen und die Alternativen mehr Aufwand brauchen, dann ändern Menschen ihr Verhalten nicht so sehr. Also wenn ich den normalen Supermarkt bei mir vor der Tür habe und der Unverpacktladen aber eine halbe Stunde mit dem Fahrrad weit weg ist und ich dann noch jeweils leere Gläser mitbringen muss, die ich dann auffülle, dann werde ich nicht in den Unverpacktladen fahren, wenn ich irgendwie gerade nur 20 Minuten Zeit habe, um mal eben schnell einkaufen zu gehen. Also Zeit ist eine ganz wichtige Ressource und in dem Sinne dann auch ein Risiko für umweltfreundliches Verhalten. Und psychische und soziale Risiken, das ist verbunden mit den sozialen Vergleichen und den sozialen Normen. Also ich werde mein Verhalten nicht ändern, wenn ich mich frage, was die anderen dann über mich denken. Also wenn ich nachher der Ökospinner bin, den alle belächeln, dann werde ich das nicht tun, weil das dann meinen Selbstwert schädigt und das machen wir Menschen nicht. Wir wollen gerne von anderen anerkannt werden. Das ist ein psychisches Grundbedürfnis, Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung. Und dann machen wir das nicht. Gutes, und das ist sozusagen die positive Botschaft, dass soziale Normen sich ja gerade ändern, dass Nachhaltigkeit so ein bisschen trendy wird. Das merkt man auch im Marketing, wenn man sich jetzt Werbung anguckt. Nachhaltigkeit wird immer mehr betont. Das heißt auch, dass das psychische bzw. soziale Risiko, wenn ich mich umweltfreundlich verhalte, sinkt. Das heißt, ich bin dann nicht mehr ein komischer Ökospinner, sondern ich bin voll im Trend. Und dann ist das auch keine Hürde mehr. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Drachen. Dann sind wir einmal durchgeritten. Dem begrenzten Handeln. Wir bescheißen uns nämlich ganz gerne selbst als Menschen. Das heißt, dass wir sowas wie symbolische Handlungen machen, auf Englisch Tokenism. Das ist sowas wie, wenn man Leute fragt, was sie für die Umwelt tun, dann sagen die ganz oft, ich trenne den Müll. Und dann sind die ganz stolz darauf. Weil danach fühlt man sich besser. Also man macht eine einzelne kleine Handlung, die auch keinen großen Effekt hat. Und danach fühlt man sich besser. Das nennt man Single Action Bias, also dieses, ich habe was getan
Und das reicht dann irgendwie. Das ist so eine Fehlwahrnehmung, weil man sich halt besser fühlt und dann ist so das Problem drückt dann nicht mehr so doll und so bescheißt man sich halt dann mit so symbolischen Handlungen. Weil ehrlich gesagt, Mülltrennung würde die Welt nicht retten. Aber es fühlt sich halt toll an und dann hat man irgendwie einen Grund, sich selber einzureden, dass das jetzt gereicht hat und dass man ganz toll ist. Und es gibt sogenannte Rebound-Effekte. Das ist also wirklich sehr beeindruckend. Da geht es darum, dass Effizienzsteigerungen zunichte gemacht werden, indem man an anderen Stellschrauben dann das wieder ad absurdum führt. Also zum Beispiel hier dieser SUV. Wir haben eine deutliche Effizienzsteigerung bei den Motoren in den letzten Jahrzehnten. Die sind sehr viel effizienter geworden, verbrauchen deutlich weniger Benzin, aber die Autos werden größer und schwerer und brauchen dann trotzdem wieder viel Benzin. Es gibt aber auch sozusagen das Gleiche, wenn ich mir ein Modell der gleichen Klasse kaufe, kein SUV jetzt, sondern vielleicht einen spritsparenden kleinen Up oder so, dann fahre ich danach mehr, weil erstens ist es günstiger, weil das Benzin ist ja nicht mehr so teuer, weil ich brauche nicht mehr so viel davon. Und ich denke mir so, ja, naja, der ist so sparsam, da kann ich jetzt auch mal eben zum Bäcker fahren. Also man macht dann mehr Wege, weil man währenddessen nicht mehr so ein schlechtes Gewissen hat. Und wenn man sich die Studien dazu anguckt, wie groß diese Rebound-Effekte sind, dann machen die tatsächlich bis zu einem Drittel der Effizienzsteigerung zunichte. Und wenn einfach klar ist, dass zum Beispiel die Menge an Ökostrom, die wir produzieren können, nicht dafür ausreicht, so viele Autos zu betreiben, wie wir gerade haben, dann ist das ja fatal. Also wenn wir sozusagen sehen, dass Menschen, wenn sie auf Elektromobilität umsteigen, danach noch mehr fahren, der Energiebedarf noch mehr steigt und wir dafür ja noch mehr Ökostrom produzieren müssen. Aber auch da, es gibt auch da so positive Spillover-Effekte, also dass Dinge so rüber schwappen. Wenn ich mit einem kleinen Schritt angefangen habe und das erfolgreich gemeistert habe, dann traue ich mir danach auch größere Schritte zu. Das ist so ein bisschen wie wenn man einen Fuß in der Tür hat. Genau, das ist aber vor allen Dingen der Fall, wenn das zu meiner Persönlichkeit passt. Also wenn ich so Umweltschutz als Teil meiner Identität habe, dann ist es eben intrinsisch motiviert. Und wenn ich dann Dinge tue und merke, ich kann das, dann ist das motivierend, auch noch mehr zu machen. Jetzt haben sie alle dran kennengelernt. Ich weiß, es ist richtig viel und wahrscheinlich schwirrt Ihnen schon total der Kopf. Da sehen wir Sie alle nochmal. Jetzt haben wir sozusagen verschiedenste umweltpsychologisch erforschte Hürden dazu gehört, warum Menschen nicht so richtig individuelle Verhaltensveränderungen anstoßen können. Gibt es aber noch ein Problem. Wenn jetzt Menschen ihr Verhalten verändern, gibt es immer noch eine Lücke zwischen dem veränderten Verhalten und der Auswirkung, die wir sehen. Und das ist etwas, was ich tatsächlich sehr an dem Modell von Gifford kritisiere und was wir auch in dem Buchkapitel mit aufgegriffen haben, was wir geschrieben haben. Selbst wenn ich mein Leben akribisch umstelle und vegan werde und mich eigentlich nur noch zu Fuß fortbewege und keine Kinder kriege und was, also wirklich alles perfekt mache, dann kann ich eigentlich meinen CO2-Fußabdruck trotzdem nicht klimaneutral machen. Also ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal seinen CO2-Fußabdruck berechnet hat. Beim Umweltbundesamt zum Beispiel kann man das machen auf der Website. Man kriegt erstmal ein bestimmtes Budget gesellschaftlichen Grundstock draufgeschlagen. Ich glaube, das sind irgendwie 2 Tonnen oder so. Das heißt, man kriegt so gesellschaftliche Gesamtlast, was wir so an CO2-Produktion in der Verwaltung und so weiter haben, auf alle pro Kopf verteilt. Und damit hat man eigentlich sein CO2-Budget, was klimagerecht wäre, schon überschritten. Das ist natürlich mega demotivierend. Und dann ist es so, dass bei den Dingen, wo wir relativ leicht was ändern können, zum Beispiel Mobilitätsverhalten, das wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Teil ausmacht. Also es gibt eine riesige Lücke zwischen dem Potenzial, was ich verändern kann, und dem, was es dann tatsächlich an Klimaauswirkungen hat. Und deswegen brauchen wir eine systemische Veränderung. So, was können wir jetzt also tun, um zu stemmen? Auf der individuellen Ebene sich informieren, dann haben wir das Thema Unwissenheit und auch natürlich bei validen Quellen informieren. Im Alltag ein Vorbild sein und damit andere soziale Normen vorleben, mit anderen Leuten über das Thema sprechen. Auch das verändert die Wahrnehmung von sozialen Normen und sich für eine andere Politik einsetzen. Eben um diesen Gap zwischen dem, was ich tun kann und dem, was ich erreichen kann, zu schließen.
dazu gehört, mit PolitikerInnen zu sprechen, auf Demos zu gehen, zu wählen und so weiter. Das kennen Sie alles. Als politischer Entscheidungsträger habe ich dann noch ein bisschen mehr Hausaufgaben, und zwar natürlich auch da, aber die Wissenschaft als Entscheidungsgrundlage zu nehmen. Im besten Fall BürgerInnen partizipieren zu lassen, sodass sie Selbstwirksamkeitserleben haben, Handlungskontrolle haben und dass sie vielleicht auch Maßnahmen mitentscheiden können, die nachher für alle gerecht sind, weil diese wahrgenommene Ungerechtigkeit ja für Menschen so schwierig ist. Nudging mit zu bedenken und zu beschließen, was eben alternatives Verhalten zur Standardeinstellung macht, nachhaltige Produkte ins Sortiment vorzuschreiben, vielleicht einen CO2-Fußabdruck für jedes Produkt, dass man einfach entsprechende Entscheidungsgrundlagen hat und nicht so unsicher vor dem Regal steht als Mensch. Bestimmte Förderungen einzuführen und auf jeden Fall auch bestimmte Subventionen abzuschaffen. Und ganz wichtig, die flankierenden sozialen Maßnahmen zu den Umweltschutzmaßnahmen mit zu beschließen, damit es eben weniger wahrgenommene Ungerechtigkeit gibt, damit Menschen sich nicht so von oben top-down übergangen fühlen, also sozusagen dann auch Verschwörungsmentalität vorgebeugt werden kann. Ganz wichtig für alle, Einsatz gegen Falschmeldungen und Hass im Netz, nichts teilen, was falsch ist, sondern eher die korrigierte Nachricht zu teilen, zu widersprechen und das Netz eben nicht den Trollen zu überlassen, weil das eben auch wieder wahrgenommene soziale Normen verschieben kann. Man denkt dann, dass die Mehrheit so denkt. Das stimmt aber einfach nicht. Wenn man sich das in der Wissenschaft anguckt, dann sind das einstellige Prozentanteile von Usern und auch ganz viele Computerbots, die diesen Hass produzieren und diese Falschmeldungen produzieren. Es ist nicht so, dass die Mehrheit so denkt, aber es fühlt sich so an, wenn man das liest. Und immer, wenn wir über das Problem sprechen, die Handlungsoptionen mit aufzuzeigen, aber so, dass es zur Zielgruppe passt. Also zu gucken, was ist für dich jetzt das, was du gerade tun kannst, um die Menschen da nicht zu überfordern. Also ganz wichtig ist einfach gute Wissenschaftskommunikation. So, und jetzt habe ich sehr lange geredet. Es gibt bestimmt ganz viele Fragen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich fand, er war auch sehr nahbar, weil Sie so viele Vergleiche und Beispiele genannt haben. Also wirklich gut verständlich. Genau, jetzt wäre Raum für Fragen und Anmerkungen. Ich lese von Florian Gerum Winkelmann, er höre häufig, dass die Ingenieure die Lösungen schon haben, aber von Politikern diese Lösungen nicht umgesetzt werden. Ich glaube, da kommt so ein bisschen auf die Größe der Lösung an. Also natürlich haben wir ganz tolle Technik, die vielleicht auch energiesparend ist, aber die Lösung, um energieeffizient und so CO2 aus der Luft zu saugen, haben wir gerade noch nicht. Also wir haben oder riesige Spiegel im Weltall oder so. Also sowas haben wir einfach noch nicht auf einem gut entwickelten Maß. Ja, das habe ich in letzter Zeit halt öfter von so Klimaforschern gehört. Ich glaube, Volker Quaschning zum Beispiel hat das gesagt, dass es immer ziemlich fragwürdig sei, wenn Politiker sagen, wir lösen das Klimaproblem durch technologische Innovation, weil die Innovation halt schon da ist, aber sie muss auch eingesetzt werden, also erneuerbare Energien und dergleichen. Genau, da sind dann, glaube ich, noch andere Hürden, dass die Politik ja gerade sehr daran ist, Windenergie zu beschneiden. Und immerhin der Solardeckel wurde ja jetzt aufgehoben, aber das sind dann auch so politische Maßnahmen, wo die sich dann auch selber widersprechen, das stimmt. Herr Kraft. Ja, super spannender Vortrag. Ne? Ich jetzt einfach so eine Frage, weil es mich interessiert, nicht weil es irgendwie ein Einwand wäre oder so. Mir ist nicht so ganz klar, wie viele von diesen Drachen jetzt wirklich spezifisch für Klimaethik handeln in der Klimakrise sind und wie viel man jetzt auch auf sehr viele andere Kontexte anwenden könnte. Also etwas für seine eigene Gesundheit tun, was vielen Menschen sehr schwer fällt, oder bessere Schulpolitik. Und so weiter, da können wir so durchgehen. Also ist die Klimakrise irgendwie so was Singuläres, was so ganz besondere Drachen des Nichthandelns hervorruft, oder ist es einfach so ein bisschen so perfekter Sturm, weil, also eigentlich gibt es sie überall, aber hier treten sie halt besonders auf.
Ich würde Ihnen recht geben. Ich glaube, dass viele von diesen Hürden auch in anderen Kontexten auftreten. Er hat jetzt einfach in diesem Fall das in Bezug auf die Klimakrise zusammengesucht, die umweltpsychologische Forschung. Da sind auch viele gesundheitspsychologische Erkenntnisse mit drin. Also in dem Sinne kann man es auch auf gesundheitsrelevantes Verhalten beziehen und auch auf andere Nachhaltigkeitsthemen. Genau. Also ich würde Ihnen recht geben. Und ich glaube, bei der Klimakrise kommt halt einfach nochmal dazu, dass sie sehr komplex ist. Dieses Wicked Problem ist eben der Fachbegriff. Und dass da die Gefahrenwahrnehmung einfach nochmal besonders schwierig ist. Vielleicht auch ein bisschen wie beim Rauchen oder so. Es gibt halt klare wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, dass das Lungenkrebs macht. Aber man denkt, mich betrifft das nicht. Und es ist auch so weit weg in 20, 30, 40 Jahren, dass das Problembewusstsein sehr gering ist bei einer einzelnen Zigarette. Also ja, ich denke, man kann diese Mechanismen auch woanders finden, auf jeden Fall. Sue hat sich gemeldet. Genau, ich wollte noch fragen, und zwar einfach, um ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen für das Klimaproblem. Wann es dann sinnvoll ist, die Leute eher mit Fakten zu konfrontieren und wann man sie eher emotional abholen sollte? Ich würde sagen, eigentlich immer im besten Fall beides, weil Emotionen das sind, was Handlungsmotivation macht. Emotionen sind ja Bedürfnisanzeiger, die zeigen uns, was gerade schiefläuft. Und wenn man Fakten gut kommuniziert, dann emotionalisiert das eigentlich auch. Es geht mir da nicht um Panikmache, sondern es geht darum, Menschen an ihren Werten zu packen und an dem, was ihnen wichtig ist. Also ihnen eigentlich ein Stück weit eine Einordnung zu geben, warum ist der Fakt, den ich dir gerade präsentiere, auch für dich relevant. Und das kann dann sowas sein wie, dass man mit Eltern über die Zukunft ihrer Kinder spricht zum Beispiel. Ja, also ich glaube, dass Fakten und Emotionen zu trennen schwierig ist, bis eigentlich unmöglich, weil, wie wir gesehen haben, mit den Ideologien und Weltanschauungen, die auch mit unseren Werten verbunden sind, wir Informationen immer im Kontext unserer Weltanschauung interpretieren. Also wir können auch Fakten nicht neutral, komplett rational aufnehmen. Die gehen immer durch einen Filter. Was Kalfas schreibt, glauben Sie, dass psychologisches Wissen, wie von Ihnen dargestellt ist, den Ausschlag geben kann im Kampf für mehr Nachhaltigkeit und wenn ja, warum? Ach, ich bin bei den Psychologists for Future. Wir haben uns gegründet, weil wir glauben, dass das so ist. Ja, das stimmt. Ich würde das ganz knapp beantworten mit: Die Klimakrise ist menschengemacht und die Psychologie erklärt menschliches Erleben und Verhalten und dementsprechend ist in der Klimakrise ganz viel Psychologie drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine befriedigende Antwort war. Also ich glaube, ehrlich gesagt, wir brauchen alle Disziplinen. Wir brauchen alle Menschen und auch die Psychologie. Okay, gut, dann auch danke an die Interessierten, die jetzt noch Fragen gestellt haben. Ja, ich würde ganz gern noch zum Abschluss eine Umfrage, eine Feedback-Umfrage starten, die ihr sehr gerne teilnehmen könnt und euch gleichzeitig auf die weiteren Vorträge der Nachhaltigkeitswoche hinweisen. Werft einfach gern nochmal einen Blick auf unser Programm. Morgen beispielsweise haben wir einen Vortrag über Biodiversität von von Carola Rakete. Das wird sicher auch sehr spannend und viel besucht sein. Vielleicht haben Sie ja auch Zeit. Es kam hier gerade noch mal eine Frage rein. Vielleicht können Sie noch beantworten, Frau von Brunswick. Genau, die Frage nach dem Buchkapitel. Ich kann gleich einfach einen Link zu dem Buch in den Chat stellen. Ich wollte jetzt aber nicht Werbung für unser Buch machen. Im Endeffekt steht in dem Kapitel genau das drin, was ich heute erzählt habe. Das heißt, da werden Sie nicht viel, viel Neues lesen. Und ich kann auch noch mal einen Link zu dem Originalartikel beziehungsweise zur Website von Robert Gifford mit reinstellen in den Chat, weil er da auch die Drachen noch mal ganz umfänglich vorstellt.
Gut, ja, jetzt haben mehr als 80% teilgenommen. Danke für das zahlreiche Feedback. Genau, wir haben diese Veranstaltung auch aufgezeichnet. Danke für Ihre Einwilligung, Frau von Bronswijk, und werden die auch auf unsere Webseite stellen. Das heißt, falls ihr den großen Inhalt euch nochmal durch den Kopf gehen lassen wollt oder vielleicht auch andere darauf hinweisen wollt, die jetzt keine Zeit hatten, an der Veranstaltung teilzunehmen, dieser Vortrag wird auf unserer Webseite erscheinen. Ansonsten würde ich mich von Ihnen verabschieden. Frau van Bronswijk, Sie können gerne noch einen kurzen Moment hier bleiben. Und ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön, war echt super. Ja, danke. War ein super Vortrag. Ich wollte nur sagen, die PV-Kosten, das ist auch so ein Mythos, dass die PV-Kosten hoch sind. Das trifft also gar nicht zu. Außerdem gibt es ein PV-Miete-Modell. Da zahlt man also gar keine Kosten, sondern das wird vom Ertrag finanziert. Also das ist auch so ein Mythos, dass die Kosten hoch sind, und das soll es natürlich nicht davon abhalten, das zu machen. Also darum würde ich das jetzt sagen, das ist immer noch rentabler, für 10, 11 Cent einen Strom selbst herzustellen, als für 30 einzukaufen natürlich. Da würde ich Ihnen voll und ganz zustimmen. Aber ich glaube, dass das tatsächlich eine sehr privilegierte Sichtweise ist. Wenn man das Geld für die Vorfinanzierung nicht hat oder sich keinen Kredit leisten kann, dann funktioniert das einfach nicht. Ja gut, aber wie gesagt, die PV-Miete, da hat man also keine Kosten. Man hat keine Kosten, man muss da nichts vorfinanzieren. Das ist auf jeden Fall für die ewig sagen, das kann ich nicht machen, Gegenstück natürlich. Gut, danke.